Öffnung, zu der wir jetzt kommen, auf die wir uns freuen. Wir sind sehr geehrt, dass Sie da sind. Ich darf Frau Doktorin Hammerschmidt zu uns auf die Bühne bitten für den offiziellen Teil, die offizielle Eröffnung. Vielen Dank. Sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrter Herr Rektor, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, vor allem die Sie hierher gekommen sind, um sich auf der Interpädagogika entsprechend auch weiter und fortzubilden. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier heute auch begrüßen darf, weil es mir ein ganz besonderes Anliegen ist, immer im Austausch auch mit den Praktikerinnen und Praktikern zu bleiben, um zu hören, zu sehen und zu fühlen, was draußen los ist, wie es ihnen geht in den Berufswelten und welche Verbesserungsvorschläge auch von Ihrer Seite kommen, damit wir Politik sehr, sehr aktiv und gut gestalten können. Ich freue mich hier, dass ich da sein darf und Sie hier begrüßen darf. Die Interpädagogika hat sich zwei große Themen ausgewählt, zwei Themen, die uns in der Tat sehr, sehr beschäftigen, keine Frage. Und in den Impulstalks in der Runde jetzt ist das Thema Integration, Migration ja schon sehr intensiv diskutiert worden. Ich möchte auch gar nicht mehr viel dazufügen, aber was mir total wichtig ist, ist hier Danke zu sagen. Der Herr Präsident hat es nämlich gesagt, und das ist mir auch ganz ein persönliches Anliegen, Danke zu sagen all den Pädagoginnen und Pädagogen, die sich sofort und gleich um die Aufnahme dieser Kinder, dieser Flüchtlingskinder in den Klassenverband bemüht haben, die diesen Kindern ein gesellschaftliches Ankommen ermöglichen, diesen Kindern Stabilität ermöglichen und Integration ermöglichen. Dieses Engagement kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dank und Respekt Ihnen allen, die das tagtäglich leben und gut gestalten. Dass wir noch einiges zu tun haben im Kontext mit Ankommen, Unterricht gut gestalten, Integration dieser Kinder in das schulische Leben und in unsere Gesellschaft ganz allgemein, das wissen wir auch. Aber wenn ich die Wünsche des Herrn Präsidenten höre, dann muss ich sagen, ja, es ist uns klar, es ist eine riesige Herausforderung, dem haben wir auch entsprochen. Mit dem Integrationstopf 2, es ist mir vollkommen klar, dass wir sie nicht alleine lassen dürfen. Wir haben heuer 60 Millionen zur Verfügung gestellt, wir haben nächstes Jahr 80 Millionen zur Verfügung, um genau das zu tun, was der Herr Präsident eingefordert hat. Zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen, die sich mit dem Thema Sprache beschäftigen, die diesen Kindern die Sprache vermitteln, damit sie überhaupt in den Unterricht auch entsprechend aufgenommen werden können, damit sie in allen anderen Fächern dem Unterricht auch folgen können. Also die Sprachstartkurse sind uns ein Anliegen und Sprache speziell. Das ist ganz, ganz klar. Wir haben aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aufgestockt. Wir haben auch, und das möchte ich ganz besonders betonen, mit interkulturellen Teams zu arbeiten begonnen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor im Thema Ankommen lassen in der Gesellschaft und auch Arbeit mit den Familien nämlich. Weil in diesen mobilen Teams ist es ein Zusammenspiel an Sprachkundigen aus den einzelnen kulturellen Umfeldern, an Alphabetisierungspädagogen, an Psychologen und Sozialarbeitern. Und was tun die? Ich war selbst mit dabei und habe erleben dürfen, in welchem Umfeld sie arbeiten und wie sie Ankommen, Integration und Aufnahme in die Gesellschaft gestalten. Ich habe gesehen, wie Kinder in diesem Kreis gesessen sind, wie diese Kinder traumatisiert ankommen aus den einzelnen Flüchtlingsgebieten, die nicht mal mehr in der Lage sind zu sprechen. Diese mobilen Teams arbeiten mit diesen Kindern auf ganz andere Art und Weise, dass sie eben mit anderer Pädagogik, Musikinstrumenten, Pantomime arbeiten, sodass diese Kinder schon langsam aus ihrem Schneckenhaus kommen, um einfach über eine andere Art der Sprache wieder mit der Gesellschaft zu interagieren. Beginnen. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen. Und diese mobilen Teams sind es auch, weil sie eben auch die Sprachkompetenz in ihren Kreisen haben, die mit den Eltern arbeiten. Die können ja die Sprache meist nicht, die verstehen unsere Kultur nicht, die verstehen auch nicht, was an unseren Schulen passiert und wie es passiert. Dieses Miteinanderarbeiten, auch diese Elternarbeit im Zuge der interkulturellen Teams ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wir schauen, dass diese interkulturellen Teams weiterhin auch mit ihnen und gemeinsam an den Schulen arbeiten können. Wir haben hier Herausforderungen, aber ich glaube, wir sind in der Lage, dem wirklich gut zu begegnen und es bedarf der Interaktion von Pädagoginnen und Pädagogen mit meinem Haus, mit meinem Team, zu erfahren, wo es noch krankt und wo wir noch was zu tun haben. Darauf sind wir angewiesen, aber wir werden alles nach
Wir werden danach streben, dass wir Ihnen alles zur Hand geben, was Sie brauchen, um Unterricht und Ankommen und Integration gut gestalten zu können. Dass wir hier noch viel zu tun haben, hat uns die OECD wieder mal ins Stammbuch geschrieben. Gar nicht so sehr aus der letzten Flüchtlingsbewegung heraus, sondern weil einfach Interkulturalität, Migration ein Thema ist, das uns schon lange begleitet. Viele Kulturen unterschiedlichster Natur, unterschiedlichster Muttersprache sind in unseren Klassenzimmern völlig normal. Ich war vorige Woche in einer Schule, wo sie 53 Muttersprachen hatten, unterschiedlichster Art und Weise. Hut ab. Das heißt, uns muss es gelingen, was die OECD sagt, diese Kinder mit Migrationshintergrund viel, viel besser noch ins Bildungssystem aufzunehmen, ihre Bildung noch viel, viel besser zu verstärken und entlang ihrer Talente auch zu arbeiten. Denn wir sehen schon aus den Zahlendaten der OECD, dass unsere Kinder, die in der zweiten Generation eben in Österreich sind, mit Migrationshintergrund, noch nicht das Bildungsniveau erreichen, das sie in anderen Ländern erreichen. Das heißt, wir verlieren Talente, in der Tat, noch immer, in unserem Bildungssystem und insbesondere jene, die einen Migrationshintergrund haben, auch wenn sie schon in Österreich geboren sind. Also darauf müssen wir schon noch hinschauen und hier muss uns gemeinsam noch etwas einfallen. Digitale Technologien sind mitten in unserer Gesellschaft gelandet und wenn ich da sehe, wer da alle mit den Smartphones spielt, dann ist das gelebte Realität. Digitalisierung, und das ist eine Revolution, eine technologische Revolution, ist in unserer Gesellschaft angekommen. Digitalisierung hat unseren Arbeitsmarkt, hat unsere Berufswelt eigentlich auf den Kopf gestellt, wenn wir uns ehrlich sind. Das heißt, wir müssen schleunigst auch im Bildungsbereich, im schulischen Bereich darauf abstellen, dass wir mit dieser Digitalisierung und mit der Technologie, die wir haben, gut umgehen lernen und den jungen Menschen diese Kompetenzen auch vermitteln. Auch wenn wir glauben, dass unsere Kinder da hervorragend schon bereit sind, mit diesen Tools zu spielen, weil sie ein paar Knöpfe drücken können, ist das für mich nicht digitale Bildung, das muss ich schon sagen. Sie können vielleicht die eine andere App bedienen und das eine andere Spiel spielen, sie müssen aber auch umgehen lernen mit der Technologie in der Tiefe. Da meine ich jetzt, dass so Sachen wie zumindest ein gewisses technologisches Grundverständnis und ein Schlagwort ist da immer Coding zu erwerben, aber auch der Umgang mit dem Wissen, das über die digitalen Medien und Technologien reinkommt, muss man umgehen lernen. Was heißt es? Wie kann ich diesen Content bewerten, den ich übers Internet bekomme? Wie kann ich kritisch hinterfragen, ob das richtig ist oder falsch, was ich da aus dem Internet herausziehe als junger Mensch? Wir müssen sie erziehen, mit diesem Inhalt gut umzugehen, kritisch zu hinterfragen und unterscheiden zu können, was ist denn jetzt wahr und was ist vielleicht gefaked, gedreht, beeinflusst, politisch beeinflusst etc. etc. Dieses kritische Hinterfragen ist mir ein ganz, ganz substanzielles Anliegen im Kontext mit Digitalisierung. Und wenn ich über Digitalisierung rede, dann bin ich auch ganz, ganz schnell bei dem Thema Chancengerechtigkeit. Wir wissen nämlich schon, dass mit der Technologie auch mitkommt ein viel, viel breiterer Zugang zu Wissen, ein viel, viel breiterer Zugang zu Bildung damit auch. Und wenn wir nur einen Blick über den Teich machen, den wir in den letzten paar Tagen mit wehvollem Blick, wehvollem und viel Bauchweh gemacht haben, aber dort sieht man schon an den Elite-Universitäten auch, dass diese Kurse, die über das Internet von diesen Universitäten angeboten werden, einen riesigen Sog erzeugt haben, dahingehend, dass diese Kurse, diese Online-Kurse plötzlich allen zur Verfügung standen, kostenfrei zur Verfügung standen. Und wir wissen, welchen enormen Bildungserfolg diese internetgetragenen Kurse und Seminare ausgelöst haben. Das heißt, Digitalisierung ermöglicht wirklich einen chancengerechteren Zugang zu Bildung und zu Wissen im Allgemeinen. Und dem sollten wir uns nicht verschließen. Wir müssen in der Schule darauf reagieren und zwar schnellstmöglich reagieren. Wir sind auch nicht am Anfang. Zum Glück sind wir nicht am Anfang. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Schulen erleben dürfen, die sich dem digitalen Thema schon gestellt haben, die schon arbeiten damit. Beispielsweise eine neue Mittelschule am Lokalplatz in Wien, die habe ich vorige Woche erst besuchen dürfen, wo wir Tablet-Koffer hingestellt haben und eine quasi der Schule eine Expertenschule an die Hand gegeben haben, um ihnen dieses Wissen, wie gehe ich mit der Technologie um, wie gehe ich mit neuen Lernmaterialien auch um,
zu vermitteln. Und das ist schön gewesen zu sehen, dass dieses Peer-Learning von Schule, von Direktor zu Direktor, von Pädagoge zu Pädagoge wirklich gut funktioniert. Und die Kinder, die sitzen mit voller Begeisterung jetzt in diesem Unterricht drinnen, die Lehrenden ebenso, muss ich sagen. Also man sieht einfach plötzlich, was die Technologie auch macht, wenn sie richtig eingesetzt ist. Sie motiviert, sie spornt an, sie löst Kreativität aus. Wenn die Lernmaterialien gut gemacht sind, sind das auch interaktive Lernmaterialien und auch solche, die, wo Aufgaben im Team quasi bearbeitet werden können. Also diese Teamfähigkeit, diese Selbstorganisation, zwei Skills, die wir wirklich dringend brauchen, auch in unserer Gesellschaft, werden da ganz, ganz gut ausgebildet. Andere Geschichte gestern erst, ein Gymnasium in der Feldgasse. Hier haben wir gestern eine App erlebt, das Chemieunterricht wirklich spannend macht. Und es war auch schön zu sehen, dass da wirklich auch beide Geschlechter gut angesprochen werden, Mädchen genauso wie Burschen. Eine App, die einem die chemische Welt auf ganz anschauliche 3D gestaltete Art und Weise erlebbar macht und die den Kindern echt taugt hat. Also sie lernen plötzlich Chemie ganz, ganz entspannt, mit viel Motivation und viel Begeisterung. Das heißt, diese Tools müssen wir nutzen. Diese Tools müssen wir nutzen, um Wissen zu vermitteln, um Teamarbeit zu vermitteln, um Selbstorganisation zu vermitteln, um Kreativität anzuspornen. Also hier ist viel drin und vor allem auch individualisiertes Lernen ist drinnen. Dahingehend, das habe ich auch selbst gesehen, dass im Mathematikunterricht Talente ganz besonders gefördert werden können, aber auch Schwächere ganz besonders unterstützt werden können, weil diese Apps und diese Anwendungen auf unterschiedlichen Levels funktionieren, wo wir Begabte auf einem ganz anderen Level unterrichten können, wie jenen, die das vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Und der Lehrer steht in der Klasse und sieht auf einen Blick, wo seine Schüler stehen, die gleichzeitig im Unterricht auf unterschiedlichen Levels arbeiten können. Das eröffnet einfach neue Chancen und Methoden zum Thema personalisiertes Lernen, individualisiertes Lernen. Und deshalb ist diese Technologie, glaube ich, wirklich ein Gewinn. 400 Schulen sind bereits auf unserem E-Learning, E-Education Network aktiv. Wir arbeiten intensiv daran, dass das ganz, ganz schnell ganz, ganz viele mehr werden. Eben durch dieses Weitergeben von Wissen im Umgang mit diesen neuen Technologien und im Umgang mit den neuen Lernmaterialien von Peer-to-Peer und wollen diese Zahl bis 2020 auf 2000 Standorte ausbauen. Dass wir noch einiges zu tun haben in der Pädagoginnenweiterbildung ist auch klar, denn nicht alle lernen den Umgang oder sind Digital Natives, wenn ich das so sagen darf, die im Umgang mit diesen Materialien und Tools. Das heißt, wir müssen auch die Pädagoginnenweiterbildung entsprechend nachziehen und wir müssen, wie gesagt, diesen Umgang mit Content, ethische Reflexion, Betrachtung uns besonders auch vornehmen, weil denken Sie an Cybermobbing, denken Sie an Hasspostings, die ganz massiv in unsere Gesellschaft Einzug gehalten haben. Hier müssen wir die jungen Menschen darauf vorbereiten, damit umzugehen. Bildung, und das war heute schon Thema, ich danke Ihnen sehr dafür, schützt vor Extremismus. Bildung, ich glaube, ist ganz, ganz zentral und Bildung ist einfach die wichtigste Stellschraube, wenn ich das so sagen darf, für Arbeitsmarktpolitik und Bildung ist die wichtigste Stellschraube auch im Thema Sozialpolitik. Das heißt, es liegt an uns allen, gemeinsam Bildung zu gestalten im Sinne der Zukunft unseres Landes. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz spannende Messe. Ich glaube, hier ist wirklich viel zu entdecken an neuen Entwicklungen, an neuen Materialien. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Austausch im Sinne der Diskussion, wie können wir uns als Schulsystem auch weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass viele Ideen dann auch zu mir zurückkommen. Vielen Dank.